Es war spannend am Freitag, den 22. November, um die Mittagszeit am Leobner Hauptplatz. Denn die erste Raiffeisenbankstelle auf Rädern wurde der Öffentlichkeit vorgestellt. Prominente Gäste aus Wirtschaft und Politik sowie viele Autogrammjäger waren gekommen, denn in der rollenden Bank befand sich auch der zweifache Olympiasieger und Raiffeisen-Werbeträger Hermann Mayer. Ah, ist natürlich was anderes, aber sehr wetterfest. Das ist der Unterschied natürlich zum Skifahren in der freien Natur. Da drinnen ist man sehr, sehr geschützt, sehr angenehm. Viele sind gekommen, um den Herminator live zu sehen. So stellt sich die Frage, Skirennen zu fahren oder für einen Werbefilm vor der Kamera zu stehen, gleichsam aufregend? Ja, es geht. Wir haben sicherlich schon einige Werbespots jetzt gemacht. Und das Interessante daran ist, dass sie immer unterschiedlich sind und einfach aus dem Leben gegriffen. Sie sind ja beruflich sehr viel unterwegs, haben aber jetzt noch eine Rolle dazu bekommen, die Vaterrolle. Geht sich das mit der Zeit noch aus? Sicherlich, das ist das Hauptaugenmerk. Bei dem wird alles untergeordnet, das ist einmal ganz klar, und alles herumsortiert. Ja, und geplant. Das ist oft nicht so einfach, das ist natürlich ein großer Aufwand, weil ich halt sehr viele Kilometer mit dem Auto unterwegs bin, aber es lässt sich vereinbaren, wo man eine gute Frau zu Hause hat. Warum sich Raiffeisen zu diesem Schritt entschlossen hat, erklärt uns Direktor Erwin Forstner. Die Gedanken sind uns gekommen im Zusammenhang mit unserer Verantwortung für unsere Kundschaft und auch für die Wirtschaftlichkeit unseres Unternehmens. Wir erleben hier gerade in unserem Gebiet sehr, sehr starken Bevölkerungsrückgang, gerade in den kleinen Gemeinden. Bis zu 40% in den letzten 20 Jahren Bevölkerungsrückgang. Und das kombiniert mit zunehmender Technisierung in der Bankwirtschaft, Internet, die Automation, das hat dazu geführt, dass natürlich viel, viel weniger Frequenz in unseren Bankstellen ist. Wir haben heute nur mehr ein Fünftel der Bewegung in unseren Bankstellen, als das noch vor rund 20 Jahren war. Und unsere Überlegung war, ja, wie können wir da Kundennähe, Nahversorgung mit Bankleistungen und Wirtschaftlichkeit unter einen Hut bringen. Und da ist Raiffeisen auf Rädern die richtige Lösung. Raiffeisen auf Rädern wird in 5 Gemeinden unseres Gebietes, das sind die Gemeinden Radmar, Hieflau, Vordernberg, Dragös und St. Kathrein, zweimal die Woche, in Vordernberg nur einmal, zweimal die Woche sein und die kompletten Bankdienstleistungen wie in einer Filiale anbieten. Das ist eine echte Innovation der Raiffeisenfamilie. Es gibt hier in Österreich Banken, die nicht nur kein Geld haben, sondern wo auch der Staat sehr viel hineinzahlen muss. Und andere Banken, die haben scheinbar so viel, dass sie es den Kunden sogar nachführen. Also ich kann nur gratulieren, das ist ein sehr, sehr motiviertes Programm für den ländlichen Raum. Und ich hoffe, dass es auch angenommen wird. Jedenfalls hat hier Raiffeisen eine sehr, sehr gute Idee geboren, die hoffentlich auch, wie gesagt, von den Menschen im ländlichen Raum angenommen wird. Ein echtes Nahversorgerprodukt der Zukunft. Wir haben erfahren, meine Frau und ich, dass dieses Auto hier vorgestellt wird. Jetzt sind wir hergekommen und mal gut, man stellt sich natürlich was vor. Aber so eine gewaltige Sache. Erstens einmal die Größe dieses Autos und dann, ich war jetzt kurz drinnen, also die Ausrüstung allein, rein vom Technischen und auch von der Kasse her, von der Reika her, ist großartig. Wir hoffen, dass es die Menschen gut annehmen und dass es den Menschen, auch die in der Provinz wohnen, etwas bringt. Das ist eine großartige Idee und wir wünschen der Reika alles Gute.